Hallo, meine Lieben. Es gibt wieder eine Haul Review. Gott sei Dank, was? Ja, ich denke auch. Ich mag die Dinger ja gerne, habe ich euch in den letzten Haul Reviews ständig gesagt. Und sage ich euch jetzt wieder. Ich liebe Haul Reviews. Und deswegen kriegt ihr jetzt wieder eine. Ich habe wieder so ein paar Badezimmerprodukte, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und ein paar dekorative Kosmetikprodukte. Fangen wir an mit der dekorativen. Genau. Weil vielleicht denjenigen, denen das andere nicht interessiert, können dann ja wegschalten. So, ich habe zuallererst ein Max Factor Blush. Meins sieht so aus. Ich habe es mir gebraucht, im Kleiderkreisel zwar gekauft gehabt, aber es war mal eine Kuhle drauf. Ist jetzt zwar immer noch, aber nicht ganz so doll wie am Anfang, weil ich habe es ständig benutzt. Hier ist ein Swatch. Es ist einfach toll. Das ist halt die Farbe Alluring Rose. Entschuldigung, mein Hals wird irgendwie ein bisschen immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall ist es halt aus dieser Serie, wo viele sagen, das ist ein Dupe zum Hourglass, Hourglass-Produkt. Blushes ist halt, ne? Die ja mordsmäßig teuer sind. Ja. Ich finde es wahnsinnig schön. Also es lässt sich super verblenden. Es gibt halt so einen wirklich frischen Ton. Es gibt, glaube ich, vier Farben davon. Die anderen Farben sind allerdings nicht so meins, weil da ist so ein Lila bei, ein Pink und ich glaube so ein Korall irgendwas, obwohl Korall ja schon meins ist. Allerdings fand ich doch das hier am schönsten, weil das halt so ein, ja, so ein, ja, Pfirsich-Nude ist. Ist ja auch Peach, ne? Ja, ich weiß. Nee, aber ich habe gerade Korall gesagt. Ich mag eigentlich Korall auch. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ich mag's und habe es wirklich so oft schon verwendet. So oft. Es ist schon ganz oft in Favoritenvideos von mir drin gewesen. Jetzt kommen meine 24 Stunden, also Maybelline 24 Stunden Liquid Lipsticks von Maybelline. Schon wieder zweimal Maybelline in einem Satz. Ja. Und zwar sind das diese hier. Man kennt sie, ne? Hier. Ich habe davon halt ganze vier Stück. Und zwar habe ich einmal die Farbe 510. Das ist so ein knalliges Rot. Meine Nachbarin ist wieder neugierig. Die Farbe 560 ist eigentlich so auf den ersten Blick würde man nicht sagen, dass die sich irgendwie unterscheiden. Aber doch, sie unterscheiden sich ein wenig. Das eine heißt halt Red Passion, das andere Red Alert. Und ich liebe die beiden Töne. Das sind so meine. Das sind so Rottöne, die mein Statement sind, wenn er versteht. Auch so ein bisschen wie der, den ich jetzt gerade trage. Das ist halt einer von Catrice, von so einem Stiften. So was wie der hier, nur eine andere Farbe. War aus einer LE. Ich liebe den auch. Der hält voll lange und krass eigentlich. Ich habe den jetzt nur das zweite Mal aufgetragen heute. Das erste Mal heute Morgen um 7:15 und das zweite Mal, ich glaube um 12 oder so. Ja, und jetzt haben wir 5 gleich. Auf jeden Fall. Zweimal von denen, also so richtig geiles Rot. Ich weiß auch, aber um ehrlich zu sein, gar nicht, weil ich liebe diese, ja? Es soll ja eine kleine Review sein. Ja, ich liebe sie, aber das Problem ist bei mir tatsächlich, dass der Fettstift. Ich weiß nicht, wie, guck mal, der ist schon so weit drauf, ne, ist halt nicht mehr viel drin. Kann man einen ganz normalen Labello benutzen, weil die Farbe, die ist noch ordentlich voll. Was mache ich denn da, wenn mein Fettstift davon leer ist? Ist das ein spezieller, wisst ihr das? Oder kann ich jeglichen Fettstift dafür nehmen? Ich habe keine Ahnung. So, dann habe ich hier noch die Farbe 542 Cherry Pie. Ist halt ein dunkleres Rot, was so ein bisschen dem MAC Diva nahe kommt. Und dann habe ich hier einen ganz neuen, den habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, aber ich kann halt sagen, mit Sicherheit, weil alle sind super. Ich wollte halt unbedingt einfach mal Nude ausprobieren, weil die alle so super sind, habe ich mir halt noch den hier gekauft gehabt. Das ist die Farbe Nude Pink und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber er gehört halt hier zu und ich rede von den 24 Stunden Color Lipstick hier. Ich liebe diese. Ich liebe sie einfach. Echt jetzt. Die sind unschlagbar. Also halten Ewigkeiten. Wirklich. Man muss den. Es geht halt so, ne? Ihr tut halt die. Den Liquid Lipstick drauf. Lasst den antrocknen.
wirklich antrocknet, bis ihr denkt, boah, ist das trocken. Und dann geht ihr halt mit der anderen, mit der Fettstiftseite darüber und erhält euch den ganzen Tag. Ja, essen, trinken, fettiges Essen, knutschen. Weiß ich nicht, was ihr noch alles so Wildes machen wollt, ja. Aber echt alles hält der Stand. Ich trage die halt gerne, wenn ich feiern gehe, weil ich dann nur zwischendurch, ich sag mal, innerhalb von dem Abend gehe ich dann nochmal ein, zwei Mal mit dem Fettstift drüber und ich habe Ruhe. Echt, das, sogar selbst wenn ich mich abends nicht mehr richtig abschminke, habe ich immer noch rote Lippen am nächsten Morgen. Also da müsste man schon mit ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner ran oder halt mit den Baby-Abschminktüchern. Da kriegt man die Lippenstifte ab, ansonsten niente. Ich habe allerdings noch so eine Marke, die man auch sehr gut kaufen kann, auch von Liquid Lipsticks. Die haben allerdings nicht so eine wahnsinnig große Farbauswahl wie Maybelline, aber sind halt wirklich genauso gut. Und zwar sind das die Astor Perfect Stay Transfer Proof Liquid Lipsticks. Ja, die sehen so aus. Ich habe hier die Farbe All Stay Nude und der ist halt eigentlich gar nicht so nude, aber ist halt ein rotes Nude, ne? Also so ein tragbares, alltägliches Rot. Sehr schöne Farbe, auch eine lange Haltbarkeit und wer halt diese Lippenstifte halt kennt von Manhattan, der hat wahrscheinlich ein ganz falsches Bild von diesen Lippenstiften, weil von Manhattan, die bröseln euch von den Lippen, auch wenn man halt ständig den Fettstift drauf tut. Ganz üble Sache, geht gar nicht. Diese und die von Maybelline machen das nicht. Und auch die von Max Factor machen das auch nicht, aber mittlerweile bin ich halt eher auf Astor und Maybelline. Eine Mascara. Und zwar die False Lash Superstar Mascara von L'Oreal. Habe ich mir, glaube ich, im August gekauft. Genau, das müsste so um die Zeit her gewesen sein. Hat halt eine Base-Seite, wobei ich das Bürstchen hier super geil finde, weil jedes Mal, wenn ich das drauf tue, habe ich solche weiße Wimpern. Und die Bürste auf der anderen Seite für das Mascara-Bürstchen ist halt anders geschwungen. Habe ich auch heute Morgen benutzt, die Mascara. Die ist okay, aber wäre das Bürstchen auf dieser Seite genauso wie auf dieser Seite, wäre ich zufriedener damit. Ich finde es schade. Warum tut man zwei verschiedene Bürsten? Naja. Aber so vom Grundprinzip ist die echt gut und die macht halt wirklich einen guten Job. Aber ich wäre zufriedener, wenn die auf der anderen Seite auch das geile Bürstchen hätte, wie das auf der Base-Seite. Aber ich habe halt sie öfters schon benutzt und ich mag sie wirklich. Um Gottes Willen, ich mag sie. Aber manche Mascaras haben ja nochmal einen extra Effekt, wenn die so ein bisschen eingetrocknet ist, ne? Ja, und ich habe noch irgendwo die leichte Hoffnung, dass das Bürstchen doch noch besser wird, wenn ich sie vielleicht länger trocknen lasse. Ja, aber ansonsten, die ist trotzdem gut. Also Leute, die so Bürstchen mögen, die so Löffelchen leicht geschwungen sind, werden damit super begeistert sein. Also ich finde sie auch top. Echt jetzt. Ne? Aber gut. Ne? Ist halt. Die andere Bürste gefällt mir halt einfach lieber. Ich habe noch eine Mascara. Und zwar die Maybelline Yardle Lash Sensational. Ja. Volle Wimpernfächer Mascara. Das ist diese rosane, die irgendwie jeder toll findet, glaube ich. Das Bürstchen ist halt so wie das von L'Oreal, was ich gerade gesagt habe, auch so Löffelchen-mäßig, ja. Auf der einen Seite sind die Borsten so ein bisschen kürzer und auf der anderen Seite ein bisschen länger. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Irgendwie finde ich die nicht so gut wie alle anderen. Wahrscheinlich liegt das an meinen kurzen Wimpern. Wenn man schon dichte, normale Länge Wimpern hat, ist die, glaube ich, super genial. Aber wenn man kurze Wimpern hat, wo man erstmal ganz nah am Auge dran muss, damit man überhaupt jedes einzelne Wimper bekommt, ist die, glaube ich, nicht so was. Also ich war nicht ganz so zufrieden. Um Gottes Willen, sie tut einen guten Job, aber jetzt nicht so, dass ich die Meinung aller teilen kann. Ja? Und deswegen, ich werde sie mir nicht nochmal kaufen, aber ich werde sie natürlich aufbrauchen, ne? Weil so schlimm ist sie jetzt auch nicht. Aber kein Nachkaufprodukt. Mir ist gerade noch eingefallen, ich könnte euch einfach mal diese Palette zeigen. Ich weiß, ich habe sie schon voll lange, aber ich wollte euch die mal zeigen, weil ich benutze sie immer noch total gerne. Es gab Diskussionen darüber, dass meine gefälscht sein soll. Aber nein, ja, das ist halt das Motiv, wie es damals war mit diesem komischen Wohnzimmer. Die Namen von dieser Palette, also von den Lidschatten selber, haben sich geändert, zumindest ein oder zwei. Ich meine, einer von diesen, ich glaube, Shiso. Shiso heißt in der jetzigen Palette, heißt er anders, ist aber komplett der gleiche Ton und ich habe
viele YouTube-Kolleginnen, die genau diese Palette wie ich haben mit Shiso. Und da weiß ich ganz genau, dass sie sich die auch online bestellt haben, auch bei The Balm früher. Und die ist nicht gefälscht. So, tolle Palette. Ich, wie man sieht, ist sie auch wirklich ordentlich in Verwendung. Also es gibt keine Farbe, abgesehen jetzt von dem Rosa vielleicht, die ich nicht häufig verwendet habe. Und ich kann euch damit auch mal einen Look in der Infobox verlinken. Und, ups, der Pinsel. In der Infobox verlinken. Super geile Palette und sehr vielseitig. Also kann ich nur empfehlen. Deswegen Daumen hoch. Ich habe ja auch schon noch die andere Palette, die Nude Dude. Aber die muss ich natürlich noch testen, bevor ich euch da mal eine Haul Review drüber abgeben kann. Aber hier die ist für, ich glaube, im Moment gibt es die halt immer noch für 20 Euro bei Amazon. Link auf jeden Fall in der Infobox. Da kann man sich die für anschauen. Das ist ein super Produkt mit super tollen Lidschatten. Das letzte dekorative Kosmetikteil ist ein MAC Paint Pot in der Farbe Laying Low. Ich weiß nicht, ob das eine LE war oder sowas oder ob der im Standardsortiment ist. Wie man sieht, an den Rändern trocknet der ein. Also es bildet sich ein Rand. Allerdings ist der noch super weich und man kann ihn super noch benutzen. Und ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr, sehr genial. Total schön. Schaut mal, so ein richtig tolles Nude. Mag ich sehr. Hervorragend als Base, hervorragend einfach so. Ich finde MAC Paint Pots generell super. Genau wie der. Auch top. Kommen wir zu Styling- und Pflegeprodukten. Ja, genau. Und zwar habe ich hier einmal ein Styling-Produkt. Und zwar ist das von Gatubi, das flachgelegt. Davon hatte ich ganz viele. Ich glaube, 4 oder 5 Stück hatte ich davon. Das ist wohl ein glättender Styling-Balm. Ich benutze sowas ja total gerne, um meine Haare zu entfrissen. Aber von dem hier war ich nicht angetan. Er hat nicht viel gemacht, aber das, was er gemacht hat, hat mich irgendwie nicht so überzeugt. So. Der Geruch kann ich euch nicht sagen, ich bin erkältet. Aber der Geruch von Gatubi-Produkten ist ja echt gut. Und ja, aber wie gesagt, das werde ich mir, wenn ich das überhaupt noch mal irgendwo finde, weil es gibt bei DM nicht und es gibt das auch nicht bei Rossmann und es gibt es auch nicht bei Müller. Ich weiß nicht, ich habe es halt im Kleiderkreisel gekauft gehabt. Ja, es soll halt glätten, entwirren und für Geschmeidigkeit sorgen. Machen meine anderen Produkte schon besser als dieses. Also das hier ist keine Empfehlung. Welches Gatubi-Produkt allerdings eine Empfehlung ist, Empfehlung, nicht Empfehlung, ist das Phänomenal. Genau, so heißt das. Und zwar ist das ein Fast Finish Hairspray. Benutze ich im Moment jeden Tag. Das ist wohl ein extra schnell trockenes Finish. So. Und das benutze ich, wenn ich meine Haare offen trage. Das benutze ich, wenn ich meine Haare zutrage, wie heute. Das ist so ein Arounder. Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass meine Haare dadurch schneller trocken werden. Nee, aber er gibt Halt und sorgt trotzdem für Geschmeidigkeit in den Haaren. Und das mag ich, das schätze ich an Haarsprays und den Duft kann ich wieder nicht riechen. Boah, ich muss auch immer trotzdem mein Zinken da dran halten. Aber ich weiß halt von Tagen, wo ich nicht erkältet war, dass es einen guten Duft hat. Weil, wie gesagt, Gatubi-Produkte haben immer einen guten Duft, meiner Meinung nach. Und aber es riecht nicht ganz so süß wie die ganzen anderen, wie Himbeere, Erdbeere, Stachelbeere. Nein, ich weiß nicht, also es gibt ja voll viele, ne? Und nein, es riecht aber nicht nach Beere, es riecht so anders, schön aber. Noch was für die Haare, und zwar den Frizz-Ease Primer, Anti-Frizz Primer. Super Produkt. Also ja gut, ich stehe ja auch total auf Frizz-Ease Produkte, ne? Er sorgt halt wirklich für Geschmeidigkeit und lässt halt bereitet eure Haare, wenn ihr Naturlocken habt wie ich, bereitet es halt für das perfekte Styling vor, wenn ihr euch abends die Haare wascht, es dann halt noch abends reintut und am nächsten Tag habt ihr wirklich Locken, die ihr perfekt stylen könnt. So. Also, ich werde es mir nachkaufen, wenn dieses Ding leer ist. Allerdings, es ist gerade bis hier so, wenn ich das jetzt mal ins Licht halte,
Und so schnell wird das, glaube ich, nicht leer, weil es ist schön ergiebig. Ich brauche für meine Haarlänge, brauche ich so 3 Pumphübe, 2 bis 3. Ja, voll cooles Produkt. Diese hier habe ich jetzt. Und zwar sind das von AOC aus der Pure Sensitive-Reihe. Habe ich die schützende Tages- und die schützende Nachtcreme. Das ist wohl mit Rosenwasser. Und Rosenwasser, tada, da läuten ja schon bei manchen so die Alarmglocken, ne? Bei mir jetzt nicht wirklich, aber viele mögen ja ganz gerne Rosenwasser so zum Ab, so als Gesichtswasser und so weiter, ne? Ja. Ich höre ja auch zu, weil ich bin ja schon süchtig nach YouTube-Videos. Ganz schlimm. So, und es ist halt nicht vollgepumpt mit Parabenen, nicht vollgepumpt mit Silikon und nicht vollgepumpt mit Parfümstoffen. Und demnach habe ich es sehr gut vertragen. Ich habe die beiden aus dem Kleiderkreisel mir mal getauscht. Fand ich sehr cool. Die hatte ich mit im Urlaub. Und habe die halt 3 Wochen lang getestet. Und ich fand sie sehr gut. Hat meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt, hat mir keine Pickel gebracht. Sehr gut. Ja. Ich habe hier ein Victoria's Secrets Body Spray. Und zwar das Amber Romance. Ich weiß nicht, ob ich euch das jemals gezeigt habe, aber ich tue es dann heute. Und zwar ist das mit Amber und Cream. Glaze, ich kann es nicht aussprechen, was haben die auch für Düfte? Das rieche ich sogar leicht durch meine Nase durch. Und jawohl, ich fand schon schlecht. Aber ich liebe es. Sieht man natürlich auch, ne? Es ist halt ein Duft, den ich sehr gerne mag. Das ist einer der wenigen von Victoria's Secret Body Sprays, die ich tatsächlich mag, weil die anderen sind mir meistens zu süß. Es riecht halt so nach Vanille, aber irgendein blumiger Ton ist da noch drin und halt Amber, ne? Also ein, ja, obwohl Vanille auch nicht ganz, aber doch, ich glaube, eine Vanillenote ist da. Ich weiß es nicht. Ist da, doch, da ist schon eine Vanillenote drin, aber was Blumiges und was angenehm Schweres. Total schön. Das kann man auch als Parfüm verwenden und ich benutze es sehr gerne abends so einfach mal auf meinem Body drauf zu springen. Ich finde es toll. Das Alverde Duft- und Körperspray Lunch Party. Das hatte ich mir letztes Jahr gekauft. Dieses Jahr gibt es ja irgendwas mit Zitrone. Das hier habe ich mir letztes Jahr halt geholt und es ist jetzt mittlerweile so bis dorthin. Seht ihr das? Es ist leer. Ich benutze es total gerne abends, weil ich dann das eingebildete Gefühl habe, ich könnte dadurch besser einschlafen. Es ist nicht wirklich pure Lavendel, aber es duftet halt, wie gesagt, so Flieder-Lavendel-mäßig und so blumig einfach. Und es riecht total angenehm. Und wenn man das halt noch auf dem Bett dann mitsprüht, och, das ist schon schön. Ja, das ist schon schön. Ich mag es sehr gerne. Also diese Body Sprays von Alverde finde ich sowieso gut. Deswegen hoch, hoch, hoch. Ja, finde ich gut. Ja, das war auch schon wieder meine Haul Review. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.